Servus Elderscrolls-Freunde, willkommen hier zum ersten Video auf dem PTS von Clockwork City. Ich habe mich hier doch entschieden, ein paar Videos zu machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Kommen wir zum wichtigsten Thema, und zwar die Transmutationstische, die ich euch hier in dem Video zeigen will. Wer es jetzt noch nicht kennt, und zwar kann man seine Eigenschaften rüstungsmäßig und waffenmäßig nachträglich verändern, wenn ihr was gefunden habt oder gekauft habt. Und ja, das ist auf jeden Fall cool. Denn es hat wirklich im Spiel gefehlt, man musste relativ lange farmen, um diesen perfekten Gegenstand zu bekommen. Gerade für Waffen war das wirklich sehr, sehr schwer, oder man brauchte halt sehr viel Glück. Und jetzt, wenn man dann einen Stab zum Beispiel oder ein Schwert in geschärft, in geladen hat, kann man ihn dann umändern in erfüllt oder präzise wahlweise und auch beliebig oft. Das ist einmal das Erste, das möchte ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann einmal will ich euch noch kurz erläutern, wie man an die Transmutationskristalle rankommt. Die braucht man nämlich, um hier einmal die Traits oder die Eigenschaften zu ändern. Und dann möchte ich euch noch sagen, wie viele Steine man auf einmal speichern kann von diesen Transmutationskristallen. Schauen wir uns einmal den Transmutationstisch an. Wie gesagt, der erste befindet sich hier einmal in der Messingsfeste. Da braucht man natürlich das DLC, für die anderen zwei nicht zwingend. So sieht das Symbol einmal von der Karte oben aus und wir greifen jetzt hier einmal drauf zu. So, ihr könnt jetzt schon sehen, dass hier Waffen angezeigt werden im Inventar und hier einmal auch Rüstungsteile und die können wir jetzt einmal verzaubern. Momentan auf dem PTS ist es so, es kann natürlich immer noch was verändert werden im Spiel, bis das dann rauskommt. Im November kommt das DLC ja raus und ja, ihr seht oben Transmutationskristalle. 100 von 100, das heißt, ihr könnt maximal 100 Kristalle verwenden oder 100 Kristalle sparen und den nächsten Kristall, wenn ihr dann 101 habt oder so, könnt ihr dann nicht aufnehmen oder droppt dann erst gar nicht. Ja, ist halt begrenzt. Was wichtig ist, ihr könnt die Sachen auch nicht tauschen oder nicht verkaufen, das heißt, sie sind einfach direkt charaktergebunden und ja, bis zu 100 Kristalle könnt ihr halt sparen. So, dann kommen wir zum nächsten. Wie finden wir die Kristalle? Und zwar finden wir die in Prüfungen oder in Verliesen. Desto höher die Schwierigkeit ist, umso höher ist einmal die Chance, an so einen Kristall ranzukommen. Was in den Patch-Notizen noch dran stand, wenn man einmal Daily-Missionen macht oder die Zufallsmissionen über die Zufallsgruppensuche, wurde letztens gesagt, dass die Chance 100% ist, dass man einen so einen Kristall bekommt. Mal gucken, ob das auch so ins Spiel kommt. Und man kann im PvP wahrscheinlich durch Kampagnenende auch noch diese Transmutationskristalle bekommen. Also es ist nicht nur PvE-abhängig, sondern auch PvP, dass auch jeder an diese Kristalle rankommt. Was ist dazu noch zu sagen? Fürs PvE, wenn man natürlich in Verliesen drin ist, desto höher die Schwierigkeit einfach ist. Von den Verliesen mit Hard Mode sozusagen, umso höher ist natürlich die Chance, an so einen Kristall ranzukommen. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir den Blitzstab des Malstroms in erfüllt und ich will ihn jetzt wahlweise in eine andere Eigenschaft haben. Wir sehen jetzt hier einmal auf der linken Seite die ganzen Eigenschaften aufgezeichnet. Wichtig, auf dem PTS bei mir werden jetzt hier alle Eigenschaften aufgezeichnet, aber es ist abhängig, wie viel ihr erforscht habt beim Schreinerhandwerk, beim Schmiedehandwerk und einmal beim Schneiderhandwerk. Das heißt jetzt hier, um jetzt zum Beispiel die präzise Verzauberung auf diesen Stab zu machen, müsst ihr im Schreinerhandwerk beim Blitzstab präzise erforscht haben und dann könnt ihr auch hier sozusagen das abändern mit 50 Mutationskristallen. Ihr braucht dann einen präzisen Stein und dann kann man den abändern. Dann kann ich hier einmal draufklicken. Der fragt hier nochmal, 50 Steine kostet es. Dann wird es hier einmal verzaubert. Und wenn wir jetzt hier nochmal draufgehen, seht ihr, der Stab ist einmal in präzise. Das Ganze können wir natürlich hier beliebig oft machen. Kostet natürlich dann immer 50 Transmutationskristalle. Relativ teuer. Und dann kann man natürlich immer wieder die Trades abändern. Wichtig, ihr müsst halt bei den Handwerkssachen müsst ihr natürlich hier die Steine oder die Eigenschaften erforscht haben und dann taucht das Ganze hier einmal auf. Das gleiche funktioniert natürlich auch bei der Rüstung drüben. Wir können jetzt hier zum Beispiel, das habe ich jetzt hier gefunden, so ein Torso nehmen. Der ist momentan belebend. Nehmen wir einfach Nirngeschliffen oder göttlich, 50 Steine kostet es und schwupp
wird das Teil einmal abgeändert. So funktioniert das Ganze und jetzt zeige ich euch noch die zweite Möglichkeit, wie man an diesen Tisch rankommt, ohne einmal das DLC zu besitzen. Ich bin jetzt hier beim Schriebscheinausstatter angekommen. Wie gesagt, es gibt drei Stück. In jeder Hauptstadt gibt es einen so einen Ausstatter. Ich bin jetzt hier in Sturmhafen, Wegesruh und einmal hier ist er zu finden. Er ist allianzübergreifend, ihr findet jeden Ausstatter überall. So, dann gehen wir hier einmal hin und dort können wir ebenfalls einen Transmutationstisch kaufen. Der ist natürlich relativ teuer. 1250 Schriebscheine ist schon sehr ordentlich für diesen Tisch. Kann natürlich sein, dass es abgeändert wird, sobald es online geht. Wir sind ja noch auf dem PTS. Aber wenn es so bleibt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Preis. Ihr seht die normalen Tische, wo man hier kaufen kann. Die kosten 35. Und wenn man die teureren Tische nimmt, die sind ja setbezogen gewesen. Die kosten hier einmal 250, waren es glaube ich. Wo haben wir sie denn hier? 250. Und bisher das teuerste war hier einmal der Dwemer Centurio, den man kaufen konnte. Um die DPS-Puppe halt, um den DPS im Raid zu testen. Ja, und dieser Tisch kostet halt 1250 Schriebscheine. Wie gesagt, ist ordentlich, braucht man lange, bis man diese Schriebscheine zusammen hat. Oder man fängt jetzt einfach an, schon zu sparen, schon im Shop zu gucken, wo sind billige Schriebscheine zu kaufen. Dass man einfach, sobald das DLC rauskommt, sich gleich dieses Teil hier kaufen kann. Kommen wir noch zur letzten Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt. Ich bin jetzt einmal hier in meinem Haus und zwar habe ich hier die letzte Möglichkeit gefunden, wie man einmal an diesen Tisch rankommt. Es wurde in den Patch-Notizen nicht gesagt, dass man ihn auch per Kronen kaufen kann. So sieht das Ganze dann aber einmal aus. Anscheinend für 1000 Kronen kann man sich das Ganze dann ins Haus stellen. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ob das jetzt wirklich 1000 Kronen sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube sogar, wenn man so eine Schmiedestelle kauft, war das glaube ich sogar im Online, also dann im normalen Spiel war das nicht 4000, genauso wie die Mundesteine, dachte ich, die wären überall bei 4000 Kronen gewesen und nicht bei 1000, kann mich natürlich tauschen. Anscheinend gibt es hier auch noch neue Tische von den Uhrwerken, die man natürlich auch kaufen kann. Ob das jetzt so ins Spiel kommt oder nicht, ist jetzt fraglich. Ich denke aber schon, beim Preis muss man dann einmal abwarten. Ich hoffe, das Video hier hat euch geholfen, hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.